Herzlich willkommen zur nächsten God of War Episode. Ich bin Soevo und wir sind wieder in der Gegenwart angekommen. Und werden jetzt mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Was genau bewirkt das hier? Ich glaube, wir können jetzt da oben rüberspringen durch das grüne Teil. Den wegnehmen scheinbar. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt hier Kämpfer sind, waren ja schon da. So. Ja, die Feuer, die wir eigentlich wollen. Weg, bevor wir wieder instant tot sind. Orbs, vielleicht schaffen wir es doch noch. Genügend zusammenzubekommen, damit wir die Trophy bekommen. Mal schauen. So. Öffnen wir die ganze Geschichte mal. Ein Video. Was geht da ab? Seine Frau. Ist er wieder am Fantasieren? Oder ist das seine Tochter? Keine Ahnung. Lässt er sich jetzt so lange fort gewesen. Du kannst dich jetzt einwickeln. Sehen. Komm. Zeit wirst du vergessen. Alles, was du verloren hast, wirst du wiederfinden. Wenn es dies ist, was du brauchst für die Treue zu Ares, dann sollst du es auch haben. Es ist nicht real! Ich kann für dich real sein. Das Schwerste ist vorbei, Spatter. Du brachtest das ultimative Opfer. Gib dich uns einfach vollkommen hin und führe ein Leben in glückseliger Illusion. Niemals. Dann ist der Tod deine Wirklichkeit! Okay.
Was soll das bedeuten? Hey, wir haben die Augen geklaut. Du hast eine schlechte Wahl getroffen, Spartaner. Aber ich glaube, das wird der Endkampf sein. Und wir haben nicht genügend Orbs bekommen. Sehr schade. Wie viel werden fehlen? 6000? Naja, egal. Los, Satan wird uns nicht besiegen, Schwester! So, was geht jetzt hier ab? Du widersetzt dich? Du bist nur ein Sterblicher. Du hättest unser Angebot annehmen sollen, Kratos. Jetzt wirst du für diesen Fehler büßen. Sieht schon kacke aus, ey. Ich bin die Königin der Furien. Schön für dich. What the fuck? Jetzt? Ich wollte doch nicht gegen das Ding kämpfen. Das ist schon mal auf 100 Jahren gedacht. Ja. Mal sehen, ob deine Brüder dir Gnade gewähren. Weiter hier oben.
drauf. Die ganze Zeit um deinen Ranger gegen den Fall nicht zu weggeschickt. Kommt bloß nicht auf die Idee, dass ihr mich jetzt hier unter Wasser kämpfen lasst. Dann flipp ich aus, ne? Thank you.
Okay, sind wir das erste Mal tot im Endboss-Fight, aber egal. Sind ja ganz schön weit gekommen. Geht weiter, wenn die anderen weg sind. Und der schöne AP zurückkommt. Sehr gut. Ist es nicht wert, Spartaner genannt zu werden. Ich habe deinetwegen alles verloren! Ey, du bist ja wohl jetzt dahin erzögern, oder? Zufällig dort, Kratos. So, die erste ist wohl tot. Steht die andere da? Du glaubst, du willst die Wahrheit. Doch die Wahrheit wird dir nichts als Schmerz bringen. Wird dich nicht aus deinem Wahn erlösen! Noch eine. Wahrscheinlich haben wir es jetzt durchgespielt. Dann werden wir uns mal gucken, was jetzt noch kommt. Dann bin ich aber von dem Endfight mehr als enttäuscht. Also nicht von der Aufmachung her, aber von der Schwierigkeitsgrad her. Ich hätte nicht die Kraft für deinen Weg gehabt. War's lächerlich. Orkos. Ich hätte wohl auf meine Mütter gehört. Ich lebe lieber mit der Wahrheit. Ich fürchte, du wirst diese Worte noch bereuen. Denn Ares verfügt noch über deinen Bund. Das kann nicht sein. Bevor sie gestorben sind, machten meine Mütter mich erneut zu deinem Eidhüter.
Willst du frei sein, muss ich durch deine Hand sterben. Ich verstehe das nicht. Befreist du mich nicht, behält mein Vater seine Macht über dich. Schlimmer noch, ich werde in ewiger Qual leben. Ich habe genug unschuldiges Blut vergossen. Es gibt keinen anderen Weg. Zerstöre den Bund. Töte Ares. Erlange Vergeltung. Ich war nie der Krieger, den mein Vater sich gewünscht hat. Aber bitte, ich bitte dich, gewähre mir einen ehrenvollen Tod. Mit dem Tod von Orkos war der Blut-Eid mit Ares endlich gebrochen. Und die schmerzliche Wahrheit kehrte in Kratos' Bewusstsein zurück. Die Wahrheit über den Mord, den er begangen hatte. Den Mord an seiner Frau und seinem Kind. Das Blutbad, das sein unstillbarer Ehrgeiz angerichtet hatte, kehrte in völliger Klarheit zurück. Und wurde zu den Visionen, die ihn zeitlebens verfolgen sollten. Es gibt so ein schönes Abspannvideo. Darüber können wir uns nicht beschweren. Nun frei vom Wahn der Furcht, doch noch immer von seiner Vergangenheit gequält, verließ Kratos das einzige Zuhause, das er hier hatte, und zog los, um all seine Taten wieder gut zu machen. Das war wohl wirklich das Ende. Gucken, was hier im Abspann noch passiert. Ich denke, während der durchläuft, erzähle ich einfach mal ein bisschen was als Fazit. Ich denke, mal abgesehen, also es ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes als die vorigen Teile. Es wurde viel mehr aufmerksam auf diese Quicktime-Events gelegt und auch auf dieses eher mehr auf Jump and Run als auf das Hack-and-Slay-Gemetzel. Aber alles in allem bin ich von der Story halt wie immer, die ist super gut. Der Endkampf war ein bisschen lächerlich. Wenn man den Zeus- oder Ares-Kampf oder sowas da berücksichtigt, war das hier wirklich ein schlechter Witz. Aber ansonsten, ich bin alles bei allem eigentlich ganz zufrieden. Es hat Spaß gemacht beim Spielen. Ich werde mich jetzt noch an die Platin-Trophy dann dran machen. Gucken, was wir dafür dann noch alles brauchen. Ich denke, alles im allem werden wir es halt nochmal so ein Dreiviertel, vier, vielleicht sogar nochmal ganz durchspielen müssen, aber auf leicht, damit wir mehr rote Orbs bekommen. Da habe ich wohl doch ein paar verpasst. Die Augen und Federn haben wir zwar alle gefunden. Alles in allem bin ich zufrieden, auch mit dem Online-Modus, den werde ich, denke ich, auch nochmal in einer extra Folge demnächst mal anspielen und ein bisschen vorstellen. Ich habe da jetzt, weiß gar nicht, bis Level 10 oder so, das sind so vielleicht 10 Spiele gemacht. Ja, es macht schon Spaß, aber es ist halt nichts auf Dauer, finde ich, wie irgendein Shooter oder sowas. Aber das werdet ihr ja dann selbst beurteilen können, wenn ich die Episode dann noch aufgenommen habe. Was hier noch weitergeht. Wie gesagt, was wir heute auf jeden Fall machen werden, das ist, oder ich halt noch machen werde, das ist die Platin-Trophy besorgen. Ich habe letztens schon mal geguckt, da hatten wir um die 60% und dann sind jetzt auch noch mal ein paar Trophys dazugekommen. So viel sollte da nicht mehr fehlen. Das sind wahrscheinlich auch dann so ein paar Kleinigkeiten, wo man einfach
seinem Spielstil her einfach nicht bekommen hat, weil man andere Attacken oder andere Waffen oder andere Elemente benutzt hat. Das werden wir dann in der nächsten Episode nochmal genauer angucken. Ich habe gesehen, dass es eine Kapitelauswahl gibt. Ich hoffe, dass ich dann die spezifischen Sachen eventuell einfach darüber dann machen kann und wo dieses rote Orb sammeln, dann den leichten Modus schnell durchrushen kann. Mal schauen, inwieweit das klappt. Ja, jetzt würde ich sagen, lassen wir den Abspann jetzt einfach mal zu Ende laufen. Ich bedanke mich für die, bei denen, die halt dran geblieben sind und auch bei allen, die jetzt noch das Ende gesehen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin unsere Videos ansehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!